Hi, liebe Leute, heute wieder ein Video im Trail und zwar geht es um den Fersenmythos. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ihr kennt von meinem Kanal das Geheimtipp-Video, verlinke ich unten mal zu den Fersen. Und ihr wisst das schon seit einigen Jahren, dass ich Videos dazu mache, warum es wichtig ist, die Ferse hängen zu lassen. Ganz früh haben wir auch gesagt, lass immer beide Fersen hängen, haben dann im Coaching gemerkt, ja, eigentlich reicht es einfach vorne und hinten geht es anatomisch schlecht. Seit 2 Jahren habe ich es auch in Videos genannt, wie es halt ist, dass du natürlich sogar am hinteren Fuß die Ferse eher anhebst und am vorderen die Ferse hängen lässt, damit du auch eine schöne Einspannung zwischen den Pedalen hast. Und das ist nach dem internationalen Standard und das macht auch jeder so. Ich kenne auch keinen, der wirklich im technischen Gelände mit beiden Fersen unten fährt. Aber ich habe jetzt letztens ein Fahrtraining-Video gesehen, wo wirklich das beschrieben wurde, dass wenn man beide Fersen hängen hat, also hängen heißt, dass man es nicht mit aller Macht jetzt runterpresst, sondern die Ferse einfach das Sprunggelenk locker macht, dann hängt die Ferse ein bisschen runter. Da ist wichtig, dass man gut auf dem Pedal steht, nicht zu weit hinten, nicht zu weit vorne. Und was passiert, wenn man beide Ferse hängen lässt, das möchte ich mit euch jetzt mal durchgehen. Also, um jetzt quasi diesen Fersenmythos ein bisschen nochmal zu klären, die Sache ist natürlich, das werdet ihr in den Videos kennen, von mir und anderen Fahrtechniktrainern oder Kolleginnen, auch international. Und da ist es so, auch wenn ihr bei Fahrern, die sich nie Gedanken gemacht haben, die einfach gut fahren, wenn die jetzt einen Trail runterfahren, wo es technisch und so weiter ist, dann hängt am vorderen Fuß, das ist bei mir jetzt rechts, hängt die Ferse und am hinteren Fuß steigt die leicht an bei Flat Pedals, damit man halt gut eingespannt ist, dass man nicht die Kontrolle verliert und dass man auch nicht in Gefahr läuft, vielleicht die Achillessehne zu verletzen am hinteren Fuß. Gerade wenn es steiler wird und man geht auch in eine tiefere Haltung, dann wird es auch ziemlich schwer, die Ferse noch runter zu halten. Deswegen automatisch geht die eigentlich was hoch und es hat viele Vorteile und macht man automatisch so. Jetzt aber der Punkt, man rollt einen Flow-Trail oder gerade ein leichtes Trailstück zwischen zwei Kehren, das ist gerade überhaupt nicht steil, nicht verblockt. Natürlich kann man auch die hintere Ferse dann mal hängen lassen ein bisschen, um die Wade zu entspannen, weil sonst hast du ja so eine Dauerspannung und gerade wenn man längere Abfahrten hat, will man auch mal die hintere Wade ein bisschen entspannen. Also da ist überhaupt nichts Negatives bei. In dem Fahrtraining-Video, was ich jetzt gesehen habe, wurde begründet, dass man gar nicht mit hinterer Ferse hängen lassen fahren soll, weil man dann zwangsweise nach hinten fallen würde. Dies passiert aber nur, so wie es in dem Video auch vorgemacht wird, wenn man beide Fersen richtig krass runterhebt, dann fällt man sofort so ein bisschen nach hinten. Aber man kann ja auch die hintere Ferse, das könnt ihr euch mal genau anschauen, kann man ja auch nur so ein bisschen hängen lassen. So. Ohne die mit aller Macht runterzudrücken. Und dann hat man die Entspannung und man fällt auch nicht vom Körpergewicht nach hinten. In dem besagten Video, auf das ich jetzt quasi auch ein bisschen reagiere, indem ich das in das Video integriere, geht es auch darum, wenn man jetzt quasi am Boden steht und man nimmt die Fußspitzen beide hoch, dann geht man auf die Ferse, dann fällt man ja nach hinten und es wird dann gesagt, dass das gleiche auf dem Rad passiert. Ich sehe es nicht ganz so, weil wenn man das wirklich am Boden macht, dann ändert sich ja der Kontaktpunkt und man geht wirklich auf die Ferse, also die Ferse ist dann auf dem Boden und man kippt nach hinten, man müsste sich wirklich dagegen lehnen. Wenn man aber auf dem Pedal ist, dann ist es ja so, dass der Kontaktpunkt der gleiche bleibt und das Pedal sich ein bisschen ändert, weil hier ist ja gelagert. Deswegen fällt man dann auch nicht so krass nach hinten, als wenn man das so in der Trockenübung auf dem Boden vormacht. Und wenn man dann die hintere Ferse auch mal ein bisschen zur Entspannung runter macht, ist das gar kein Thema. Im technischen Gelände oder im steilen, wenn man sich kleiner macht, geht eh die hintere Ferse wieder ein bisschen hoch. Jo. War gut. Ja. Andere Situationen, wo man sogar sehr bewusst beide Fersen runterdrückt, ist zum Beispiel, wenn man eine starke Bremsung hat oder starke Bremsung bergab, dass man wirklich mit den Beinen dagegen stemmen kann, die Kräfte, die den Körper nach vorne ziehen wollen. Heavy Braking, starkes Bremsen und zum Beispiel beim Manual Impuls, wenn man das Vorderrad anlupft, und man hat das schon ein bisschen hoch, man will jetzt das Hinterrad noch so ein bisschen nach vorne drücken, dann kann man auch mit beiden hängenden Fersen oder untergedrückten Fersen noch besser das Tretlager, das Fahrrad nach vorne schieben. Am vorderen Fuß hängt die Ferse und am hinteren geht es im technischen Gelände immer etwas hoch, damit man eingespannt ist in den Pedalen. Es kann sein, dass ihr sagt, was ist das jetzt hier, so ein Theorie-Ding? Es ist aber wirklich so in den Kursen, dass mir aufgefallen ist, einige Leute haben am vorderen Fuß die Ferse noch nicht so hängen.
Deswegen ist es schon ein wichtiges Thema. Und wer jetzt selber total der Fahrtechnik-Nerd ist, sich alle Videos anguckt, der wird dann vielleicht so ein bisschen das mitbekommen, dass manche das gar nicht groß betonen. Aber im internationalen Bereich ist es mit der hängenden Ferse Standard. Wenn ihr euch gute Fahrer anguckt, seht ihr, dass das jetzt auch alle machen. Dass ihr generell eure, ja, der Fokus auch auf die Sprunggelenke, die Füße, was man damit alles machen kann. Wenn ihr jemand seid, bei dem alles klappt und der nicht drüber nachdenkt, auch super. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Themen so euch Fahrtechnik-Nerds noch besonders interessieren. Vielleicht so ein bisschen auch Dinge, die so ein bisschen streitbar sind, wo es ein bisschen verschiedene Meinungen gibt. Schreibt es in die Kommentare, lasst gerne ein Abo da und abonniert die Glocke, wie sagt man das. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Es gibt eh nur eine Meinung. Meine Meinung.